In letzter Zeit hören wir oft in den Nachrichten, dass da berichtet wird von den Rettungsschirmen. Rettungsschirme für ganze Länder. Rettungsschirme sind teuer geworden. Es wird sogar von doppelten Rettungsschirmen gesprochen. Ich habe darüber nachgedacht, was wäre denn für mich ein Rettungsschirm? Nicht nur einer, der mich vor Regen oder vor Sonne schützt. Nein, ein Rettungsschirm, der ganz persönlich für mich ein Schutz ist. In einer alten Bibelübersetzung habe ich gelesen, dass der Psalm 91 anfängt: Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, wer unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn: Meine Burg, mein Schutz, mein Hort, in dem ich mich bergen kann. Der Psalm 91 beschreibt sehr schön, wie ein Rettungsschirm für unser Leben aussehen kann. Ich habe gedacht, es ist gut, wenn wir uns unter diesen Rettungsschirm flüchten können. Es ist gut, wenn wir uns zu dieser Burg, die Gott für uns ist, die er sein will, wenn wir uns da rein flüchten, wenn die Bedrängnis kommt, wenn die Hitze kommt, wenn das Wasser nur so um uns rum strömt. Da ist immer ein Ort für uns. Da ist ein Ort, an den wir uns begeben können. Und ich würde dir einfach mal heute raten, Zeit zu nehmen, diesen Ort aufzusuchen. Vielleicht ist es gut für dich, was ich auch schon mal gemacht habe, dass du den Psalm 91 für dich ganz persönlich umschreibst. Und zwar in der Ich-Form. Ich bleibe unter dem Schirm des Höchsten. Ich bin geborgen in seinem Schutz. Ich spreche zu dem Herrn, meine Zuflucht, meine Burg, mein Gott, auf dich vertraue ich. Schreib dir diesen ganzen Psalm einfach mal in dieser Art und Weise auf. Denn dadurch wird dieser Psalm für dich etwas ganz Persönliches, was du besser greifen kannst. Und wenn du es aufgeschrieben hast, dann lies es doch einfach laut dir vor. Lies es laut, damit du hörst, wie das gemeint ist. Es kann dein Gebet werden. Ich bin unter dem Schirm Gottes geborgen. Der Herr ist meine Zuflucht. Der Herr wird seine Engel für mich aufbieten. Herr, ich danke dir, dass du das für mich tun willst. Viele Menschen, die in Anfechtungen sind, die in negativen Gedanken oft bedrängt sind, für sie ist dieses mit dem Psalm 91, dass sie das persönlich für sich umgeschrieben haben, eine ganz neue, mutmachende, ermutigende Erfahrung geworden. Ich würde dir einfach empfehlen, nimm Zeit, um das zu tun. Nimm Zeit, um dir diesen Psalm ganz persönlich zu eigen zu machen. Und proklamiere ihn im Gebet. Gott, du bist meine Zuflucht, mein Schutz, meine Burg. Ich vertraue auf dich. Wir wissen, Gott hat mehr für dich.